Ja, liebe Raunheimerinnen und Raunheimer, wir haben uns seitens der Stadt überlegt, dass wir eine kleine Reihe machen wollen, wo wir Projekte, die derzeit laufen, mal vorstellen und erklären, warum gibt es die überhaupt, welche Bedeutung haben die für die Stadt. Und heute wollen wir mal beginnen mit einem Projekt, das Ihnen sicherlich schon aufgefallen ist. Ganz viel Bauarbeiten, die rund um den Bahnhof stattfinden. Im Bahnhofsbereich haben Sie gesehen, ist es schon deutlich weitergegangen. Wir haben dort endlich einen Aufzug. Das hilft allen Menschen, die eine Gehbehinderung haben oder sonst wie eingeschränkt sind. Und jetzt geht es hier um das Bahnhofsumfeld, das wir attraktivieren wollen. Und warum tun wir das überhaupt? Die wenigsten wissen, dass wir hier in Raunheim am Tag rund 7.000 Fahrgäste haben, die ein- oder aussteigen. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass Raunheim zu einem Wirtschaftsstandort geworden ist. Und in gewisser Weise ist das halt die erste Adresse. Leute kommen hier an in der Stadt. Und das ist das Erste, was Ihnen von Raunheim auffällt. Und das muss entsprechend attraktiv sein. Damit verfolgen wir auch ein Ziel, ein wichtiges Ziel für die Stadt. Wir wollen die Stadt so attraktiv machen, dass sie in der Region wahrgenommen wird, dass sie positiv wahrgenommen wird. Weil wir glauben, dass diese positive Wahrnehmung ganz wichtig ist, um zum Beispiel auch für Unternehmen, für gute Arbeitgeber interessant zu sein, die sich dann hier ansiedeln. Das ist natürlich nur ein Motiv. Die Tatsache, dass wir Unternehmen ansiedeln, hat auch wiederum einen besonderen Grund. Es geht nicht einfach darum, sie hier zu haben, sondern es geht darum, Gewerbesteuern einzunehmen. Gewerbesteuer einzunehmen, um damit unserem größten Ziel zu entsprechen, die Bildungslandschaft und die Betreuungslandschaft in Raunheim zu verbessern. Wir wollen, dass jedes Kind, das hier in der Stadt heranwächst, die bestmöglichste Bildung erfahren kann und sich gut entwickeln kann. So hängt das alles zusammen. Eine attraktive Stadt, Unternehmen, die hierher kommen, Gewerbesteuerzahlungen, die fließen. Und der letzte Punkt, wir möchten auch, dass die vielen Raunheimerinnen und Raunheimer, die hier in den letzten Jahren zugezogen sind, wie auch die, die seit Jahrhunderten hier leben, sich mit dieser Stadt gut identifizieren können. Dass die einfach sagen können, ich sehe in dieser Stadt passiert was, diese Stadt hat Dynamik, hier werden die richtigen Weichenstellungen auf den Weg gebracht. Und das ist eine Stadt, wie ich sie mir vorstelle. Sie ist modern, sie bringt die Menschen voran. Und dazu gehört auch ein solches Umfeld. Sie wissen, wie es hier vorher ausgesehen hat. Das war städtebaulich eigentlich eine Katastrophe. Und zukünftig wird es so sein, dass man das hier als sehr einladend empfindet, rund um den Bahnhof herum, dass wir gerade die Situation, die sich jetzt hier in diesem Eingangsbereich findet, dass die positiv wahrgenommen werden kann. Und Gott sei Dank habe ich ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eigene Ideen zur Stadtentwicklung haben, die Projekte ganz schnell durchziehen, mit sehr viel Leidenschaft durchziehen. Und einen dieser Mitarbeiter habe ich heute mit dabei, der uns an verschiedenen Stationen rund um den Bahnhof erklären wird, was da geschieht. Das ist der Jochen Brunner. Den gibt es in der Stadt schon länger, als es mich gibt. Und der ist auch richtig mit Raunheim schon verwurzelt, identifiziert sich mit der Stadt. Und ich freue mich, dass wir Ihnen das heute vorstellen können. Vielen Dank. Ja, guten Tag, liebe Raunheimer und liebe Raunheimerinnen. Auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Jochen Brune, ich bin der Fachdienstleiter der Infrastruktur und bin verantwortlich für die Umsetzung dieser Baumaßnahme. Eine Baumaßnahme, die recht aufwendig ist. Sehr komplexe Maßnahme. Wir bauen nicht nur unmittelbar vor dem Bahnhofsvorplatz auf der Nord- und auf der Südseite. Wir haben auch gebaut in der Robert-Koch-Straße, in der Karlstraße, in der Schillerstraße und am Schwarzen Weg. Also Sie sehen schon eine sehr umfangreiche Maßnahme, die 5,4 Millionen Euro kosten wird. Wir gehen von einer Fertigstellung im nächsten Frühjahr aus. Wir denken an den Februar, den März. Und diese Maßnahme wird durch das Land Hessen mit 2,6 Millionen Euro gefördert. Es ist eine sehr komplexe Maßnahme, die dazu führt, dass wir insgesamt Zahlen, Daten, Fakten etwa 100 Bäume pflanzen werden. Wir werden etwa 80 neue Stellplätze geschaffen haben, wenn die Maßnahme beendet ist. Und wir werden etwa 190 neue Fahrradabstellanlagen, sehr modern, sehr aufwendig am Bahnhof, Vorplatz, Süd- und Nordseite erstellt haben.
Also in Summe genommen eine sehr aufwendige, sehr schöne Maßnahme und das Entscheidende daran natürlich auch, zukünftig wird ein neuer Stadtbus hier diese Strecke befahren können. Die Linie 82, die dann exklusiv von der Haltestelle West bis zum Terminal 1 am Flughafen dann auch ab der Umstellung zum Winterfahrplan ab dem 14. Dezember diesen neuen Bahnhofsvorplatz auf der Nordseite mit seiner neu gestalteten Haltestelle anfahren wird. Vielleicht noch einige weitere Dinge, die auch wichtig sind. Wir haben auch einen sehr aufwendigen, Maßnahmen umgesetzt, die mit dem Smart City Projekt der Stadt zusammenhängen, als da wären. Wir haben sehr intelligente Lichtstelen errichtet, Lichtstelen, die mit moderner LED-Beleuchtung ausgestattet sind, aber auch mit WLAN-Routern, sodass man im Bahnhofsvorplatz dann auch das Internet wunderbar benutzen kann, also per WLAN Funkverbindung bestehen. Ja, das wäre, glaube ich, mal so im Wesentlichen das, was wir hier hätten. So, wir stehen jetzt in der gestalteten Karlstraße auf einer sogenannten Begegnungsfläche. Diese Begegnungsfläche wiederholt sich mehrmals im Stadtgebiet, wie zum Beispiel am Messeplatz oder vor dem Rathaus, vor dem Hallenbad. Eine Fläche, die durch ihre schöne Oberfläche besticht, das sind besondere Materialitäten, das ist eine sehr helle, ansprechende Farbe und genauso die Einbauten. Sie sehen im Hintergrund die moderne Straßenbeleuchtung in blau gestrichen. Blau einfach der Hinweis auf Modernität, auf Funktionalität, Smart City. Und diese Leuchten haben eben diese gerade schon besprochenen Attribute wie ein WLAN-Router, ein modernes LED-Modul. Also von da aus auch sehr zukunftsweisend und sehr modern gehalten. Natürlich auch energieeffizient und damit kostensparend. Dieser Weg führt vom Bahnhofsvorplatz gestaltet bis über die Karlstraße bis hin zum Messeplatz, zur Eisenbahnüberführung, neu gestaltet 2014, 2015 und verbindet damit die Achse Airport Garden mit dem Bahnhof, mit dem Rathaus, mit der Pestalozzi-Schule in Verlängerung, alles auf gestalteten Flächen, die diesen Charakter, diese Qualität haben. Ja, liebe Raunheimerinnen und Raunheimer, wir stehen jetzt auf der Bahnhof Südseite. Normalerweise denkt man Bahnhof, Bahnhofsvorplatz, man denkt immer an die Nordseite, die wir gerade gesehen haben, aber es gibt eben auch die Südseite. Und diese Südseite haben wir schon dem Betrieb übergeben, weil sie fertiggestellt worden ist. Auch hier eine sehr ordentlich schöne Gestaltung mit einem Farbasphalt im Deckenbelag, der den Platzcharakter hervorheben hilft. Im Hintergrund eine Gestaltung mit neuen Baumpflanzungen, mit Sitzelementen, Sitzblöcken zum Verweilen, aber eben im Wesentlichen vor allen Dingen auch mit ca. 80 neuen Fahrradabstellanlagen, die sehr modern, will heißen überdacht und beleuchtet erstellt worden sind. Es wird in Kürze auch noch Ladestationen geben für Pedelecs, für E-Bikes und beginnend ab nächstem Sommer auch eine Verleihstation für Leihfahrräder, die im Shuttle vom Bahnhof zu Pinta Beach und Retour fahren können. Auch dafür ist jetzt schon eine Abstellmöglichkeit vorgesehen. Sie finden hier die gleichen Materialitäten wie gerade schon in der Karlstraße oder eben am Messeplatz oder im Stadtzentrum wieder. Nämlich auch da sehr großformatig schöne Plattenanlagen mit entsprechender Beleuchtung durch LED-Lichtstellen, die eben auch hier, wie auf der Nordseite auch, einen WLAN-Router beinhalten, sodass man dann auch hier im schnellen Bürgernetz surfen kann. Sehr schön. Ja, auch an der Stelle, an der eben Jochen Brune hier erklärt hat, was wir gestalterisch vorgenommen haben, möchte ich es auch nochmal so ein bisschen einordnen. Das, was wir an Gestaltungselementen im Stadtgebiet in den letzten Jahren verbaut haben und was sich auch hier am Bahnhof findet, ist natürlich was, was auch einen wirklich urbanen Charakter hat. Raunheim ist zwar eine kleine Stadt, aber sie ist kein Dorf. Sie liegt mitten im Ballungsraum Rhein-Main. Sie braucht einen urbanen Charakter. Sie hat mittlerweile einen urbanen Charakter, ist uns ganz wichtig. Dazu kommt aber auch, dass wir Urbanität und Grünsituation zusammenbringen wollen. Das heißt, wir haben ein Programm aufgelegt, das nennt sich Grünes Raunheim. Und in diesem Programm werden wir jedes Jahr mit rund 40.000 Euro
die Pflanzung von Großbäumen im Stadtgebiet organisieren. Damit haben wir schon vor einigen Jahren angefangen. Viele haben es gesehen, freuen sich auch darüber. Da stehen plötzlich Alleen an Stellen, wo vorher alles versiegelt war. Auch hier rund um den Bahnhof werden Sie sehen, sehr viel mehr Grün, als vorher da war. Eigentlich jede Stelle, die wir nicht anders nutzen können, bei denen wir feststellen, da war vorher Versiegelung. Warum eigentlich? Machen wir auf, schaffen Pflanzgruben und setzen Bäume ein. Und was uns auch wichtig ist, rund um den Bahnhof, wir wollen auch das Thema Sicherheit hier ganz bewusst hervorheben. Wir haben also rund um den Bahnhof in Kooperation mit unseren Partnern, auch der Bahn, auch eine Videoüberwachung organisiert, dass sich die Menschen einfach auch an diesem zentralen Ort in der Stadt sicher fühlen können, auch in den Abend- und Nachtstunden.